Willkommen bei Hoffmann. Heute machen wir mal Schaschlik. Ein richtig schöner Fleischspieß wie auf dem Volksfest. Unsere Hauptdarsteller sind 5 richtig schöne Nackensteaks. Dann habe ich hier eine rote und eine orange Paprika. Ich habe hier eine große Gemüsezwiebel. Und das habe ich alles schon so in diese typischen Stücke geschnitten. Und was da übrig ist, habe ich schon mal an die Seite gestellt. Das kommt nachher in die Soße. Außerdem 2 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel geräuchertes Paprikapulver, 1 Esslöffel mildes Paprikapulver, 1 Teelöffel Chiliflocken, 500 Milliliter passierte Tomaten, Salz, Pfeffer und etwas Öl zum Anbraten. Das Gemüse habe ich schon in Stücke geschnitten, machen wir das gleiche mit dem Fleisch. Achtung, nicht zu klein, es soll ja auch auf dem Spieß vernünftig aussehen. Wichtig ist beim Spießen, ihr solltet immer mit einem Stückchen Fleisch anfangen und auch enden, damit euch das Gemüse nicht vom Spieß rutscht. In manchen Rezepten werden die Gemüse, also Zwiebel und Paprika, vorher blanchiert. Da wir aber unser Schaschlik richtig lange schmoren, ist das nicht notwendig. So bleibt der ganze Geschmack später in der Soße. Und wenn das kein Prachtfleischspieß ist, dann weiß ich es auch nicht. Das letzte Stückchen Fleisch obendrauf. Wie ich finde, sieht das doch hier schon ganz gut aus. Und ich habe mich ein bisschen hier vertan mit meinem Gemüse. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil das kommt alles in die Soße. Vor dem Anbraten würzen wir unsere Fleischspieße ganz normal mit Salz und Pfeffer. Von beiden Seiten. Für unsere Schaschliks benutzen wir heute die Bratreine aus dem Hause Hoffmann. Die ist stabil, die hat ordentlich Material. Da kannst du richtig was drin schmoren. Und man sieht hier auch an dem Öl, was hier schon langsam heiß wird, das ist so gut beschichtet, da hält noch nicht mal das Öl drauf. Und wir brauchen jetzt diese Hitze, die der Topf speichert, um vernünftig anzubraten. Denn eins wollen wir ganz bestimmt nicht. Wir wollen braten und nicht kochen. So, die legen wir da alle rein. Und gerade bei solchen Mengen geht so mancher Topf jetzt schon in die Knie, dieser niemals. So, nach nur 2 Minuten haben wir schon ein tolles Ergebnis. Und wie ihr hört, hier brutzelt es immer noch. Da kocht nichts. Und wir braten das Fleisch oder unsere Spieße jetzt von allen Seiten einmal an. Wenn das so aussieht, die Spieße heraus und unsere Bratreine lassen wir gleich hier auf voller Last, weil wir haben ja jetzt noch unser Gemüse. Das braten wir hier drinnen gleich an. Alle Gemüsereste, die eben noch übrig waren, Knoblauch dazu, einmal anschwitzen. Da brauchen wir auch kein zusätzliches Öl. Und wenn das Ganze hier so ein bisschen Glanz bekommen hat, dann geben wir auch unsere Paprika dazu und auch das geräucherte Paprikapulver. Achtung, nicht verbrennen lassen, nur anschwitzen, Chilischoten dazu und direkt auffüllen mit unserer passierten Tomate. Und das Ganze bringen wir jetzt hier einmal zum Kochen. Die Temperatur können wir wegnehmen und man sieht, was dieser Topf an Hitze speichert. Ja, das ist hier sofort am Kochen. Diese Soße muss noch ein bisschen Salz bekommen, weil unser Fleisch ist gewürzt. Und wir haben zwar Schärfe durch die Chili, trotzdem ein bisschen frischer Pfeffer. Carmen, guck dir das an, was dieser Topf für eine Macht hat. Und wenn das hier so aussieht, dann geben wir da jetzt die Schaschlik dazu. So, Deckel drauf. Temperatur kann jetzt runter auf 4 und das Ganze lassen wir jetzt mal eine Stunde schmoren. Das Schöne bei dieser Bratreine ist ja, dass dieser Deckel da so perfekt drauf passt und da kann nichts weg und deswegen sieht unsere Soße jetzt so aus, wie sie aussehen sollte. Eine Stunde geschmort hier im eigenen Saft und das sieht doch wirklich aus wie auf dem Volksfest. Dann nehmen wir jetzt mal so einen Spieß heraus und schaut euch mal bitte diese Soße an. Ich wollte hier eigentlich noch pürieren, aber ich finde sie so jetzt gerade schön. Das reicht mir vollkommen. Die Zwiebeln haben das Ganze so ein bisschen angedickt. Wollen wir mal probieren. Ah, schau mal, das Fleisch ist so richtig schön faserig geworden. Super gar, ein bisschen was von der Paprika mit drauf.
Lecker. Wundervolles, schnelles Gericht in dem passenden Werkzeug. Schaut euch doch mal auf der Homepage von Hoffmann um. Ich sage bis dahin viel Spaß beim Nachkochen. Liebe Grüße aus Hamburg, euer Kalle.